Vom Eisen befreit sind Strom und Becher, durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Wer kennt ihn nicht, den Osterspaziergang von Goethes Faust? Ostern 2020, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger aus Oelsnitz, Bösenbrunn, Eichus und Triebel, werden wir alle auf eine ganz besondere Art und Weise erleben. Besuche bei den Verwandten, persönliche Familienzusammenkünfte von Eltern, Kindern, Enkel bis Großeltern, untereinander wird es nicht geben. Liebgewonnene Rituale werden in diesem Jahr nicht stattfinden können. Wir können den Kopf in den Sand stecken, wir können abwarten und Tee trinken, wir können schimpfen über die gesamte Situation. Solche Reaktionen sind bestimmt menschlich. Kurzfristig scheinen sie Linderung zu verschaffen. Aber wer hindert uns, aktiv zu sein, die Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen, aus der Not eine Tugend zu machen? Viele Familien haben andere Formen der Kontakte zu ihren Liebsten gefunden. Videotelefonie, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, Briefe oder ganz traditionell Osterkarten schreiben. Sicherlich werden wir lange telefonieren. Danke für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, die das Telefonieren und die Internetverbindungen so reibungslos gewährleisten. Auch das sind Helden des Alltags. Wer weiß, wo der Osterhase die Ostereier verstecken wird? Ich denke, auch hier sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir sind und bleiben kreativ. Herzlicher Dank an alle, an die, die den Laden am Laufen halten. Danke an unsere Unternehmer, unsere Selbstständigen, Handwerker, Händler, Pflegekräfte, medizinisches Personal, Polizei und. Denken Sie bitte an unseren einheimischen Einzelhandel. Viele von den kleinen Händlern werden aktuell schwer gebeutelt. Unterstützen Sie unsere einheimischen Gewerbetreibenden beispielsweise mit dem Erwerb von Gutscheinen. Diese können Sie dann nach der Krise dort im Geschäft einlösen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Institutionen. Unsere Bürgerschaft zeigt sich in diesen Tagen aufs Neue solidarisch. Der übergroße Teil der Bevölkerung hält sich an die Regeln. Herzlichen Dank dafür. Stand gestern 13.30 Uhr sind 187 Fälle als Infektionsfälle im Vogtlandkreis bestätigt. Von diesen 187 Fällen sind 84 Vogtländerinnen und Vogtländer bereits wieder gesund. Derzeit sind in unserer Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz 8 Personen erkrankt. Die Zahl der Genesenen steigt stetig, jetzt auf 4. Das macht Mut und Hoffnung. Ostern und danach bis mindestens 19. April 2020 werden wir weiterhin im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen unseren Alltag meistern müssen. Aber die Entwicklungen in unseren Nachbarländern, vor allem in Österreich, geben uns wieder Hoffnung, dass Lockerungen schon zeitnah möglich sein können und vielleicht auch werden. Die Infektionsrate flacht weiter ab. Die Zahl der Genesenen steigt ebenfalls. Trotzdem stehen wir immer noch am Anfang der Pandemie. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den besonders gefährdeten Personen. Dieser Verantwortung werden wir gerecht. Liebe Oelsnitzerinnen und liebe Oelsnitzer, liebe Nachbarn in Bösenbrunn, Eichstätt und Triebel, zum Abschluss möchte ich die Gedanken der christlichen Osterbotschaft aufnehmen. Am Ende steht nicht Tod und Vernichtung, sondern das Leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in meinem eigenen Namen und im Namen meiner Bürgermeisterkollegen Ilona Groß, Christoph Stölzl und Berthold Valentin Ihnen und Ihren Familien frohe Ostern und bleiben Sie gesund.